Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch. Eine Betrachtung, Medienanalyse und ja, Betrachtung der Situation, wie die Menschen weltweit damit umgehen, die Medien, die Politiker mit den Russen. Ich will mich überhaupt nicht äußern zu einer Seite oder zu der anderen Seite, wer da jetzt richtig liegt oder wer da im Recht ist oder im Unrecht, ja, und was stimmt und was nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Ich war nicht in der Ukraine, ich war nicht in der Gegend. Ich war auch die letzten 8 Jahre, wenn ganz offen zugeben, wie die allermeisten jetzt nicht wirklich hochaktuell über die Ukraine informiert, was da so gelaufen ist. Da gibt es aber tolle Videos. Auch auf YouTube sogar noch, aber nimmer lang wahrscheinlich, weil das ist das Nächste, was auf YouTube weggeknallt werden wird, ja, wenn du was für Putin sagst oder gegen die Ukraine. Aber darum geht es mir gar nicht, weil auch ich werde es nicht klären können, was da wirklich passiert. Ja, ich frage mich nur, was kriegen wir denn da gezeigt? Ja, das ist das Einzige, woran ich mich halten kann, und das schaue ich mir an, was sagen Protagonisten und was zeigen uns die Medien. Und da gehen wir doch mal gleich rein. Wird nicht ein ganz kurzes Video, sage ich mal. Das ist der Dirigent Gergiev. Weltbekannt, einer der besten, wurde so beschrieben, der besten Dirigenten der Welt bei den Münchner Philharmonikern. Ein Putin-Freund, er ist, glaube ich, mit ihm persönlich bekannt. Also es gibt Fotos, wo er zu sehen ist mit Putin. Und er hat sich nicht, es wurde ein Ultimatum gestellt vom Oberbürgermeister Münchens Reiter an seinen Dirigenten quasi, ja, der König setzt ein Ultimatum an seinen Hofdirigenten, ja, und er möge sich doch von Putin distanzieren, und zwar deutlich und ein für alle Mal und ohne irgendwie unklar zu bleiben, hat der Herr Gergiev nicht gemacht. Und jetzt wurde der Vertrag aufgelöst, sprich, was heißt aufgelöst? Natürlich ist es kein Kündigungsgrund, aber bei so Vertragsauflösungen und Entlassungen heutzutage, das ist ja so, sind nicht mehr Reiter sein Geld, das ist einfach Steuergeld, ja, weil die Münchner Philharmoniker jetzt hundertprozentig nicht sich selbst finanzieren, ja, das ist eine hochsubventionierte Putze, ja, ob das jetzt gut oder falsch richtig ist, weiß ich nicht. Dazu will ich mich gar nicht äußern. Kultur ist wichtig und das ist Subvention auch. Aber ob das in der Höhe sein muss und wie viele Leute da gespickt werden, das ist also so ein totales Wahnsinn. Aber okay. Und ich weiß nicht, wie lange noch Vertrag hatte, aber das wird er sicherlich ausbezahlt bekommen. Die werden sich da einigen, damit er es dann noch vom Arbeitsgericht dann irgendwie auftaucht. Und da wird er auf jeden Fall Recht bekommen. Wenn er dann nicht Recht bekommt, dann ist hier so wirklich alles zu spät. Auszuschließen wäre es nicht. Staatsoper München auch trennt sich von Anna Netrebko, weltberühmte Sopranistin, Opernsängerin. Ich fasse mal den Artikel zusammen. Sie hat gesagt, ich bin gegen den Krieg auf ihrem Instagram-Account, aber ich lasse mich nicht zwingen, mein Land zu beschimpfen. Das ist so die Kernaussage. Das reicht aber schon. Und sie ist ja Österreicherin übrigens, also natürlich russisch abstammend, aber lebt seit 2008 in Österreich und hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Also eine absolute Nähe zu Russland und zu Putin ist da so schwer zu konstruieren. Trotzdem, hier wird Tabula Rasa gemacht. Es ist hier keine Gnade. Ja. Die Säuberungen werden wirklich auf allen Ebenen durchgezogen. Ja. Es kommt mir so vor, wie als ob hier wirklich alle wie vom Gummiband losgelassen, wie so Rennpferde in der Box vorm Start des Galopprennens, die da schon nervös scharren und nur warten, bis die Tür aufgeht und die losmarschieren, also marschieren nicht, losrennen können. Ja, und so kommt mir so ein Blitzstart, so kommt mir das auch vor. Also da scheinen doch einige was in der Schublade gehabt zu haben. Und das haben sie jetzt bei Zeiten rausgeholt. Unglaublich, ja, was hier in dem Land jetzt für ein Russenbashing passiert, das sprengt echt meine Vorstellungsmöglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich beteilige mich weder an Ukrainer-Bashing noch an Russen-Bashing. Ich schaue mir nur an, was sie mir erzählen wollen. So,
Wir haben Stefanie von Berg ist tatsächlich Bezirksamtsleiterin des Bezirksamts Altona, die übrigens auch für die Corona-Maßnahmen federführend in Hamburg ist an der Stelle. Und jemand, der auf jeden Fall Bezirksamtsleiterin, glaube ich, ist fünfstelliges Gehalt. Wer sowas schreibt, hat für mich wirklich eine Intelligenzminderung. Also den Verdacht muss man einfach haben. Wir haben schon seit Sonntag unsere Gasheizung auf ein absolutes Minimum gestellt. Was heißt ein absolutes Minimum? Also aus oder wie jetzt? Da geht es ja schon los. Lieber Decken und Pullover und Schals als Geld für Putins Kriegskasse. Macht mit, raus aus der Komfortzone. Wenn sie wüsste, dass das Gas aus Russland längst nicht nur zum Heizen gebraucht wird, sondern für verschiedene industrielle Fertigungen, und es ist einfach unerträglich, als ob Putin, es ist eigentlich wirklich gar nicht, ich mache mich doch selber zum Deppen, wenn ich das noch kommentiere, das ist so blöd, das ist wirklich nicht mehr, auch nicht mehr, nein. Die Supermarktkette Netto hat angesichts des Ukraine-Kriegs den Verkauf von in Russland hergestellten Waren gestoppt. Okay, da gibt es Berichte, Wodka wird weggeschüttet von Bars international. Was kann der Wodka-Fabrikant in Russland dafür? Ja. Also ein Boykott, also stellt ja alles in den Schatten. Ich kann mich noch erinnern, 1980, bis 1979 sind die Russen nach Afghanistan einmarschiert. 1980 hat die westliche Welt die Olympiade boykottiert in Moskau. Das war ja ein Kindergeburtstag dagegen, was da jetzt läuft. Ja. Und hier werden übrigens auch schon russische, also Autos von hier in Deutschland, Autos von Russen zerkratzt oder mit irgendwie beschriftet, ja, hau ab oder Putin-Unterstützer und so weiter. Also das hat ja in Deutschland Tradition, das können wir. Dann Artemi hat hier eine gute Frage gestellt, wie ich finde, das ist der merkwürdigste Krieg, den ich je medial verfolgt habe. Wo sind die Bilder? Wo sind die Embedded Journalists, die wir bereits aus dem Irakkrieg kennen? Warum immer dasselbe Parkhaus? Ja, da gehen wir doch mal in die größere Geschichte rein, sprich größeres Bild, damit wir was sehen. So, und das wäre jetzt hier zuerst, zeige ich nochmal einen Ausschnitt aus meinem Video mit dem Bild-Clown. Lautsprecher durch und warnt dringend, die Leute sollen so schnell wie möglich in die Bunker gehen. Wir sehen hier vor uns. Achtung. Eine Person ist, wir haben gerade mit ihm gesprochen, er ist Soldat, Reservist. Ah, der Soldat. Mit zwei Rollköfferchen, einer davon rosa, an die Front. Das sagt er jetzt gleich wirklich. Mit ihm gesprochen, er ist Soldat, Reservist, der hat da seine Schutzweste drin, er soll so schnell wie möglich zu seiner Stellung jetzt. Also gut, der geht jetzt mit zwei Rollkoffern, einer davon rosa, in die Stellung. Wie darf ich mir das vorstellen? Fragt er im Schützengraben oder im Bunker, ey, wo kann ich denn mein rosa Köpfchen abstellen und das Beauty Case, wo ist denn hier eigentlich das Bad oder wie darf man sich das vorstellen? Abartig, also der ist wirklich lustig, der Typ. Ja, und er hat einen neuen Clip rausgebracht, einen neuen Parodie, sage ich mal. Was für eine Verblödung der Massen, dieser sogenannte Reporter ist sich echt für nichts zu dumm. Von welchem Verdummungsgrad geht die deutsche Presse eigentlich bei der Bevölkerung aus? Bild, ihr seid echt das Letzte, was einem in solchen Zeiten noch begegnen sollte. Wenn ich ihr Gepäck liegen lasse, is it your suitcase here? No? Also da sieht man, wie furchtbar das ist. Die Menschen sind einfach rein in die Züge und haben ihr Gepäck hier liegen gelassen. Das ist egal. Sie haben ihr komplettes Hab und Gut mitnehmen wollen, liegen gelassen. Bloß weg hier, rein in den Zug. Denn wer weiß, ob überhaupt noch ein nächster Zug hier rausfährt. Es wurde gerade versprochen, es kommt noch einer. Die Hoffnung stirbt natürlich nicht. Also die da hinten, die nach dem Winken mal ganz locker, panisch. Ja, zuletzt, okay. Das wird hier gleich noch voller werden, wahrscheinlich noch chaotischer. Und dann wird es auch zu dramatischen Szenen kommen, wer überhaupt hier reinkommt. Wir haben hinten am Bahnhof gesehen, es sind noch ganz, ganz viele Familien mit ihren kleinen Kindern, die versuchen, hier reinzukommen. Und was ich eben auch gerade gesagt habe noch, ist panische Menschen. Ja, also durchaus. Also die Panik und die Todesangst ist der jungen Frau Wahnsinn. Gibt überhaupt keine Ordnung. Sir, ma'am, do you speak English? No. Also er fragt, do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Sie sagen, no.
Was macht der Deutsche? Er scheißt einfach drauf. Okay, where do you want to go? Okay, und fragt auf Englisch weiter. Go home. Go We're from home. Another place, not Wir wollen nach from Hause. Wir kommen nicht aus Kiew. So wir wollen einfach nur nach Hause. Go home. And this is all what you have? Was haben Sie dabei hier? Wir haben das sind Pendlerinnen, die nach Hause fahren aus Kiew. Und die hatte eine Plastiktüte wahrscheinlich vom Lebensmittelmarkt beim Einkaufen. Und das ist alles, was sie dabei haben. Geht's Ach, noch? Wir kommen da nochmal zu. Thank you. Wir gehen nochmal weiter durch. Naja, durchs Chaos. Wir gehen noch mal weiter durch hier an der Seite. Die Menschen stehen hier hoffnungsvoll. Die Türen sind geschlossen. Das heißt, sie müssen jetzt warten, bis der nächste Zug kommt. Wie lange das dauert, weiß man nicht. Wir sehen hier gerade bewaffnete Miliz hier vor uns laufen. Die versuchen, das so ein bisschen zu kontrollieren. Aber viel ist das auch nicht. Also noch mal, es gibt hier überhaupt keinen zivilen... Er ist aber auch mega entspannt, der in der hellen Daunenjacke, ja. Also panisch, ja, panisch. Also. Guide oder ein Ordner, der den Leuten so ein bisschen erzählt, wo sie hinzugehen haben und wie sie sich zu verhalten haben. Wir können nur hoffen, dass das in geordnete Bahnen weitergeht und nicht, dass hier noch ein Unfall passiert oder dass Menschen oder Kinder auf die Schienen gedrückt werden bei diesem Chaos. Also die Chance, dass da was Schlimmes passiert, ist relativ groß. Hier ist ein Koffer wieder gefunden worden. Das sind hier die Sachen, die von der Bahn weggenommen werden. Also alleine daran, und das finde ich ganz schrecklich eigentlich, allein daran sieht man die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung und die Angst der im Hintergrund. Menschen, dass sie ihre kompletten Sachen hier liegen lassen und sagen, es ist uns wurscht, was wir da drin haben, Geldausweise und. Ja, genau. So wird es sein. Jetzt mal ein kleiner, wie soll ich sagen, Bruch in dem Video. Jetzt muss ich nochmal sagen, ja. Das beleidigt doch wirklich jegliche Intelligenz, ja, und sei sie auch noch so gering. Und dazu möchte ich auch noch sagen, ich bedauere jeden Menschen, egal wo er herkommt, der aus diesem Konflikt oder generell aus irgendwas einen Schaden nimmt. Ja. Ich freue mich da nie über irgendjemanden, der zu Schaden gekommen ist oder gar verstorben ist, wie auch immer. Darum geht es nicht. Ja. Ich lache hier niemanden aus, bevor hier jetzt irgendwelche Kommentare kommen, dass ich hier über die armen Menschen lache. Ich lache hier über diese Berichterstattung, weil das ist wirklich nochmal, der bringt es einfach nochmal. Ja. Der hat schon die Realität um sich herum dermaßen umgeredet, dass du wirklich denkst, sagen wir mal, Moment mal, ja, ich denke, da wäre ein Arztbesuch vielleicht wirklich durchaus wirklich hilfreich. Da würde ich bin da wirklich sprachlos, was die Bild uns hier serviert. Ja, es war ja schon die Chemiebuden-Explosion in China 2015 auf YouTube. Diese uns plötzlich unter Bild TV Kiew wird bombardiert verkauft haben. Dann die Fallschirmjäger aus einem Computerspiel. Das kommt heute übrigens nochmal. Also hier wird wirklich, also warum werden solche Bilder sozusagen dementsprechend kommentiert? Und warum haben sie keine echten Bilder? Warum haben sie keine Bilder hier von Kiew, die Leute sitzen da hinten, stehen da hinten beim Kaffee trinken und er erzählt sekündlich, werden hier die Einschläge kommen, die Leute strömen zügig in die Schutzräume, die es da gar nicht gab und schauen, dass sie hier irgendwie nach Hause kommen. Das ist doch alles super lächerlich, ja, das kannst du nicht mehr ernst nehmen. Geil wird's jetzt hier. Israel. Israels Channel 13 News berichtet über den Krieg in der Ukraine und zeigt das folgende Filmmaterial. Nur ein kleines Problem. Das Filmmaterial stammt aus dem Star Wars Film, nicht ganz aus dem Star Wars Film. Hier sieht man das. Ich gehe mal ins Vollbild. Plötzlich steht auf der Autobahn, zufälligerweise ist es auch nur eine deutsche Autobahn, ja, hier die Klonkrieger. Beim abgestürzten Raumschiff. Und dann haben wir hier das Original aus dem israelischen Fernsehen. Bei den Aufnahmen, das kann die letzten 20 Jahre aufgenommen worden sein. Keine Ahnung, was das ist. Hier,
schneiden die knallhart in die Nachrichtensendung rein. Das ist eine deutsche Autobahn, ich löse das gleich auf. Aber las komot, kolschen adain nerot. Ja, ja, bitte, da stehen sie, ja, bei ihrem Pannenfahrzeug. geht's noch, ja, wirklich. Und hier, mein lieber Horizont, ich grüße dich ganz herzlich und ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich das hier mal dein Video hier dazu dem Thema hier zeige. Danke dir, Horizont. Wirklich geil. Hier haben wir übrigens noch, wo war das? Ja, hier haben wir, hier. Auch noch mal ganz kurz CNN Live, wie sowas funktioniert. Also man sieht hier irgendwie Soldaten mehr oder weniger schon in Kampf. Ja, zumindest jetzt nicht ganz entspannt. Oh, ja, so läuft es. Ja, also so läuft, kann es laufen, nur damit ihr wisst. Und die Spanier legen ihr Niveau noch unter die Bild und zeigen die Sequenzen aus dem Videospiel Arma 3 als Ukraine-Berichterstattung. Arma 3 ist ein Videospiel, Ego-Shooter-Kriegsspiel aus dem Jahr, auch nicht wirklich aktuell, 2014, 2015, glaube ich. Schauen wir mal da schnell rein. Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver como un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Also, ich kann kein Spanisch, aber ich verstehe Russland und Ukraine. Und hier steht es auch, Guerra en Ucrania. Gut, da zeigen die uns solche Bilder. Jetzt schauen wir mal Arma 3, habe ich mir mal angeschaut. Ich finde natürlich jetzt nur ähnliche Sequenzen. Hier, Arma 3. MiG-29 in Action versus Sierra. Da bitte, die Optik ist mehr. Die Schussfolge von dem Ding. Dann mal weiter scrollen da. Ob wir dann nochmal so ein Schießding haben. Hier. Ja, Computerspiel. Arma 3. Nur so. Robert Habeck hat übrigens Gott sei Dank alles geklärt. Für Getreide fehlen mir jetzt die fachlichen Informationen, da mache ich mir aber... Wie immer. Ich meine, er tritt vor die Presse und will irgendwas dazu sagen und dann fehlen ihm die fachlichen Informationen. Da mache ich mir aber keine Sorgen, nein, dass wir knapp werden, Brot und Brötchen zu haben. Dafür wird es reichen. Wenn Ihnen die fachlichen Informationen fehlen, Herr Habeck, gebe ich Ihnen die sehr gerne. Als ehemaliger Landwirtschaftsminister wissen Sie hoffentlich noch, dass die Ernte frühestens im Juni beginnt. Ende letzten Jahres waren bereits 75% unseres gesamten Getreidevorrates aufgebraucht. Das heißt also, wir werden sicherlich nicht bis zur Ernte hinkommen, ohne uns was dazu zu kaufen. Mit der Ukraine sind uns jetzt 50% des gesamten europäischen Getreidevorrats weggebrochen. Wir haben also keine Zeit mehr für ideologische Spinnereien wie Farm to Fork und Green Deal, die weder wissenschaftlich fundiert noch fachlich fundiert irgendetwas für den Klimaschutz beitragen. Das weiß eigentlich jeder. Tja. Wenn wir jetzt nicht Realpolitik betreiben und wenn auch nicht die anderen Parteien endlich aufwachen und diesen Spinnereien einen Riegel vorschieben und endlich dafür sorgen, dass wir in Europa, aber auch in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad hinbekommen, dann kann es uns vollkommen egal sein, ob wir noch Gas, Erdöl oder sonst irgendwas bekommen. Wenn wir nichts mehr zu essen haben, haben wir ein massives Problem. Und ich erwarte jetzt auch von allen Politikern, dass sie notfalls zur spröden und langweiligen Basispolitik zurückkehren und einfach ihren Job machen.
Das ist der Kanal Munda, der Landwirt, der sehr kritisch generell zu den Grünen und zu der Regierung steht wegen landwirtschaftlichen Themen. Ja, eindeutige Ansage. Hier nochmal zur Ukraine bzw. zu den Amerikanern in Form von oder in Person von Barack Obama und damit auch Joe Biden, sein damaliger Vizepräsident. Ja, nur mal nochmal zur Erinnerung. Daniele Ganser, großer Bewunderer bin ich und ich grüße ihn. Ich finde sie wirklich toll. Wir haben ganz massive Gewaltprobleme mit dem amerikanischen Imperialismus. Obama, der völlig zu Unrecht den Friedensnobelpreis erhalten hat. Obama hat im Jahr 2016 insgesamt 7 Länder bombardiert. Das muss man sich mal vorstellen. Bombardiert wurden 2016 Afghanistan, Pakistan, Jemen, Irak, Somalia, Syrien und Libyen. Sag mal, ja, sind ja alles muslimische Länder. Macht doch nichts. Terroristen. Ja? So läuft die Indoktrination. Und da muss die Friedensbewegung sagen, nein, wir sind eine Menschheitsfamilie. Es ist niemand ausgeschlossen. Durch die Geburt gehört man zur Menschheitsfamilie und das Leben ist heilig. Sehr gut. Kann ich wirklich hundertprozentig unterschreiben? Übrigens, die Amerikaner, wir boykottieren und schmeißen die Waren von den Russen raus. Also es gäbe es keinen Morgen, sagen, nee, Gas brauchen wir auch nicht. Überhaupt alles brauchen wir nicht. Wir kriegen übrigens auch Steinkohle von den Russen, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr bald. Also es ist wirklich ein Hammer. Bloß die Amerikaner sagen, ja, das ist ja alles okay mit dem Boykott, aber das Öl nehmen wir ja weiterhin von den Russen und auch das Palladium und auch andere Rohstoffe. Also wir brauchen die einfach und wir haben jetzt eigentlich keine Lust, die Öltanker, die das Russenöl bringen, irgendwie wieder zurückzuschicken. Warum eigentlich? Ich meine, wir wollen ja weiter Auto fahren und unseren Way of Life auch irgendwo leben. Ja? Sollen mal die Europäer mal ein bisschen darben, wie Amerikaner sehen es jetzt nicht so eng. Russland, Marco Buschmann, ja, Russland verbietet die Ausfuhr von ausländischem Bargeld im Wert von mehr als 10.000 US-Dollar. Das zeigt, wie groß die Angst der Regierung Putin vor Kapitalflucht ist. Es zeigt einmal mehr, wie hart die wirtschaftlichen Sanktionen das Land treffen, stoppt also den Krieg. Es ist unser Bundesjustizminister. Wir können hier ohne uns auszuweisen und anzumelden nicht mehr als 2.000 oder bei mehr als 2.000 Euro für Gold oder Silber oder andere Edelmetalle musst du dich ausweisen. Du kannst auch nicht mehr als 10.000 Euro bar ohne Anmeldung und Erklärung irgendwo ausführen. Also so ganz anders ist es bei uns nicht. Ich weiß nicht, was er... Das ist wirklich... Was mich tröstet ist, sie haben wirklich nichts auf der Pfanne, wenn sie so eine Scheiße erzählen. Ehrlich, ohne Scheiß, wirklich. Hier, interessant, ÖRA, noch letztes Jahr übrigens. 2021. Arte, Ukraine-Krieg. Die Ukraine gilt als das korrupteste Land in Europa. O-Ton Arte Doku, also das ist jetzt nicht irgendwie RT. Ja. Ist die noch online oder schon gelöscht? Weiß ich nicht. Mir reicht schon der Ausschnitt. Die Ukraine hatte wahrscheinlich die besten Voraussetzungen beim Start in die Unabhängigkeit. Doch. Also da ist gemeint nach dem Zerfall der Sowjetunion und der GUS. Das Land steckt heute in der Krise. Auch Präsident Volodymyr Zelensky ist es nicht gelungen, die Erwartungen der Menschen an Wohlstand und Frieden zu erfüllen. Das Land gilt heute als das korrupteste in Europa. Die Ukraine ist kaum bündnisfähig. Und das sind ja keine guten Nachrichten. Sofort in die EU, sofort in die NATO. Aber das ist jetzt nicht irgendwie 5 Jahre alt, war letztes Jahr der Bericht. Westeuropa. Der Staat ist tief gespalten. Während die Menschen im Westen der Ukraine mehrheitlich einen Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union befürworten, fühlt sich der Osten mit Russland verbunden. Besonders in den zu Sowjetzeiten industrialisierten Gebieten um Luhansk und Donetsk, im sogenannten Donbass. Hier begannen die Proteste gegen die Regierung in Kiew. Anti-Ukraine-Demonstrationen der russischen Minderheit. Getrieben von der Angst, in einer pro-westlichen, nationalistischen Ukraine diskriminiert zu werden. Es ist eine starke Minderheit,
8 der 42 Millionen Einwohner in der Ukraine sind Russen. Aus den Protesten wurde mit Unterstützung aus Russland ein separatistischer Aufstand. Ein Bürgerkrieg, der ganz Europa beunruhigt. Ja, das, ob das jetzt alles auch noch heute so gesendet werden würde, weiß ich nicht. Joe Biden, der gute alte Joe, hat gestern eine Rede gehalten im Repräsentantenhaus. Biden, Putin mag Kiew mit Panzern umkreisen, aber er wird niemals die Herzen und Seelen des iranischen Volkes gewinnen. Kann ich auch das Zeug zum Rauchen haben, was Joe sich immer gönnt? Circle Kiev with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never, never weaken the resolve of the free world. Ja, da hat der Joe dann offenbar, er meinte wahrscheinlich Uranian, also die Uran, der Uranisch, des iranischen Volkes oder Iranian, iranisch, also ukrainisch hat er jedenfalls nicht gesagt. Aber das ist dem Amerikaner auch relativ egal, denen ist sowieso ukrainisch scheißegal, jetzt mal, wenn es hart auf hart kommt zumindest. Es leben rund eine Viertelmillion Russen in Deutschland, nur nochmal die Stimmung hier in dieser Republik. Hin und wieder werden viele von denen aus amtlichen Gründen auch in die Botschaft gehen müssen, schreibt Don Alfonso. Der Gratismut deutscher Codewurf Überleger mit öffentlich-rechtlichem Senderhintergrund ist dagegen rein freiwillig. Mario Sixtus, irgendwie so ein total unwichtiger, vollkommen Hirnbefreiter, er antwortet hier auf, wie wäre es denn eigentlich strafrechtlich zu bewerten, wenn man jede Person, die aus der russischen Botschaft tritt, mit Hundescheiße bewirft? Ich frage für einen Freund. Wenn die Scheiße der Person auf dem Gelände der Botschaft trifft, dann findet die Tat exterritorial statt und die deutsche Polizei darf überhaupt nicht eingreifen, oder? Was sagen die Juristen? Über solche Sachen wird sich unterhalten, es ist dieser Sixtus, ja, über solche Sachen machen sich die Leute Gedanken. Und werden bezahlt von öffentlich-rechtlichen Sendern, sprich von uns. Und der Don Alfonso hat recht, hin und wieder wird auch mal ein Russe in seine Botschaft gehen müssen, um seinen Pass zu verlängern oder irgendwas anderes zu erledigen. Beziehungsweise auch Deutsche, die ein Visum beantragen oder egal wer, ja, oder auch von mir aus der Deutsche, weiß ich nicht, Computerexperte, der da irgendwie geholfen hat, der wohl in der Botschaft eher nicht, aber was weiß ich, wer da noch rein und aus geht, dass die überhaupt mit der Politik überhaupt nichts zu tun haben, die werden dann auch mit Scheiße beworfen. Worüber rede ich denn hier eigentlich, ja? Interessant ist nochmal, dass man sich anschaut, mit wem sich der Westen, übrigens, wie gesagt, China sagt, wir unterstützen Russland, Weizenlieferungen nehmen wir gerne, ja. Auch anderes nehmen wir gerne von den Russen. Wir sanktionieren hier gar nichts. Wir unterstützen auch übrigens nicht, die Chinesen unterstützen nicht Abdrehen der Finanzströme oder Einfrieren von irgendwelchen ausländischen Geldern der Russen. Ja, so wie die Franzosen übrigens. Auch noch ganz kurz, habe es zwar jetzt nicht da, aber sage ich mal schnell aus dem Gedächtnis, Macron, also jagt die russischen Oligarchen in Frankreich. Die sind ja vor allem in Südfrankreich, haben sie sich da angesiedelt. Da werden Luxusimmobilien, Luxusjachten und sonstige Besitztümer konfisziert, beschlagnahmt. Warum eigentlich? Ich kenne den rechtsstaatlichen Grund nicht. Also es ist eine weltweite Geschichte, aber nur eben vom Westen, vom Abendland. Ja? Darum nochmal zurück. China sagt, wir stehen zu Russland. Indien sagt, nee, wir verhalten uns da eher neutral. Ganz Asien ist da eigentlich eher entspannt bei den Russen, ja, Afrika übrigens auch, also es ist nicht so, dass die ganze Welt gegen die Russen steht, ja, und es ist vor allem der Westen, Westeuropa, West- und Mitteleuropa, teilweise auch Osteuropa, auch die Polen, es sind die USA, es ist Kanada, es ist Australien, natürlich Großbritannien und Neuseeland, aber die sind jetzt eher nicht so weltpolitisch wirklich wichtig, aber auch diese Amerikaner hier nicht irgendwie preschen hier nicht vor mit dem totalen Russland-Bashing. Ja, es sind eigentlich die NATO. Ja, es ist die NATO,
mit noch weiteren Anhängseln, die hier dermaßen aufdrehen, ja, mit ihrem, es ist wirklich Hass und Hetze und wie gesagt nochmal irgendwie nicht ganz erklärbar, weil es wirklich wie, als ob sie auf den Startschuss gewartet hätten und jetzt können wir richtig uns entladen, ja, bloß die Frage ist, mit wem legt man sich denn da eigentlich wirklich an, ja, wir haben hier Deutschland, hier unten, ja, das ist Deutschland, das ist Russland, ja, also nicht mal ganz drauf. Ja, hier drüben geht es dann zur Beringstraße nach Alaska rüber. Erdöl, Erdgas, Kohle, Eisenerz, Nickel, Kupfer, Platin, Gruppenmetalle, Gold, Diamanten, riesige Waldflächen, Holz ohne Ende, riesige Getreide- und Anbauflächen, Meer, Fischerei. Es ist einfach, dieses Land ist gefühlt unendlich reich, ja, unendlich groß, ja, das größte Land der Welt. Und mit einem Partner wie China, also die beiden Länder zusammen, da werden auch die Amerikaner langsam irgendwie sich was überlegen müssen, oder die NATO, weil dann wird es schwierig, ja. Also ich rede jetzt nicht hier vom Krieg, sondern auch von der wirtschaftlichen Power, ja, und überhaupt, gerade Russland mit seinen Bodenschätzen, als ob man natürlich feiert der Putin oder die Russen oder die russische Bevölkerung feiert jetzt nicht, dass hier alles sabotiert bzw. boykottiert wird und wir ihnen die Nawalny nicht mehr abkaufen. Ja, das ist klar, das ist nicht im Interesse, aber sowas zu erwarten oder irgendwie sich vorzustellen, Russland auszuhungern oder irgendwie zum Ruin zu führen, wie so unsere Außenministerin, oder Außenministerin Darstellerin Baerbock raushaut oder der Franzose Macron irgendwie, wir werden Russlands Wirtschaft brechen oder was er gesagt hat, ja. Also da wird der Mund da schon sehr voll genommen, muss ich sagen. Also sowas wird immer gern gemacht, bevor dann wirklich das Ende naht, aber nicht für Russland. Nochmal, die haben Sachen, seltene Erden werden hier gar nicht erwähnt. Die haben Palladium, 90% des Palladiums, was die USA importieren, kommt aus Russland. Ja, Erdöl schon erwähnt, aber auch viele, viele andere Sachen. Ja, Rohstoffe, Kohle auch. Ja, wir übrigens auch. Ja, Steinkohle aus Russland. Ja, zur Steinkohleverstromung und so weiter und so fort. Übrigens hat auch Putin die amerikanischen Staatsanleihen runtergefahren von ehemals 140 Milliarden knapp Dollar. 2012 noch oder was, hat er 2018, also die Russen, die russische Finanzstaatsbank hat die abgestoßen und hat jetzt nur noch 2 Milliarden oder was in US-Dollar in amerikanische Staatsanleihen. Was hat er mit dem Geld gemacht? Zum Teil zumindest sich weiterhin Gold gekauft. Die Russen haben Goldreserven, dass der dahin kreist. Und wir, was haben wir? Windkraftanlagen und kein Strom. Ja, hier, wir sind bereit, Russland jederzeit und überall zu unterstützen, falls die USA und die NATO militärisch eingreifen wollen, sagte China. Ja, hier haben wir das, ist der stellvertretende Verteidigungsminister und sie sagen eben auch hier, Moment, das macht er gerade nicht. Peking wird weder finanzielle Sanktionen gegen die Russen unterstützen oder wird Teil davon sein, sagt Chinas Top-Banking-Minister oder Regulator, ja, also Kontrolleur oder keine Ahnung, auf jeden Fall kein unwichtiger, twittert es. Mal eine Frage, wenn jetzt China demnächst Taiwan einnimmt, verbannt ihr dann alle Sachen, die made in China sind, aus eurer Wohnung? Das wäre die nächste Frage. Natürlich schwebt das Taiwan hier auch jetzt in der Luft. Wenn die Chinesen sich anschauen, gut, was macht eigentlich der Westen? Gar nichts letztendlich. Ja, zieht den Schwanz ein, schnappt mal uns Taiwan. Taiwan, große, große Chip-Hersteller-Standort, wenn das bombardiert wird, was die Chinesen jetzt nicht, liegt jetzt nicht besonders nahe, dass die Industrieanlagen zerstören. Das wäre relativ idiotisch, aber wer weiß. Dann wird es aber richtig eng, ja. Und dann heult er nicht rum, wenn das neue iPhone nicht kommt. Und es könnte so, da könnte alles rausschmeißen aus eurer Wohnung. Fast alles, wirklich, ja. Also in fast allen Teilen und allem, was ihr
in der Wohnung habt, ist irgendwas aus China drin. Ja? Also nicht nur Elektronik, Fernseher, Computer, da können wir bei Wandfarbe weitermachen, Tapete, Bodenbelag, Möbel, Klamotten. Pff, ja? Also mal schauen, wie es dann ist mit der Solidarität. Und zum Schluss noch, Steinhöfel zeigt sich hier von seiner nicht so wahnsinnigen lieben Seite. Dieses Video über Aufhebung, Gerald Gross zeigt das, hat das getwittert, ist schon ein bisschen her, 2. Februar. Und die Antwort war aber dann gestern, 28. Februar, dieses Video über Aufhebung der Maßnahmen in Dänemark, Großbritannien etc. hat YouTube-Creator soeben zensiert. Unfassbar, dass man nicht einmal mehr erwähnen darf, dass Maßnahmen aufgehoben werden. Rechtsanwalt Steinhöfel bekommt bald wieder Arbeit. Ich fürchte, da irren Sie sich, lieber Herr Gross, denn angesichts Ihrer aktuellen Einlassungen zum Ukraine-Konflikt müssen Sie sich in Zukunft um anderweitige Vertretung bemühen, sagt Herr Steinhöfel. Dann sagt Herr Gross, das tut mir natürlich sehr leid, aber erweckten ausgerechnet Sie den Eindruck, für Meinungsfreiheit zu stehen, aber ich verstehe die ökonomischen Zwänge. Das Hemd ist dann doch näher als der Rock. Und Steinhöfel sagt dazu, daraufhin als Antwort, was für ein Niveau, ich brauche kein Geld mehr und genau deshalb kann ich es mir leisten, auf Mandanten zu verzichten, die Kriegsverbrecher verharmlosen und relativieren. Damit ist dieses Thema für mich abgeschlossen. Ja, meine Lieben, so schaut es aus. Das ist die Lage. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich wollte mal einen kleinen Überblick geben, wie der Wahnsinn hier eigentlich wirklich voranschreitet, galoppierenderweise quasi. Und Grundschüler werden aufgefordert, am nächsten Tag mit einer Landesflaggenfarbe irgendeinem Symbol in Landesfarben, entweder Russland oder Ukraine, in die Schule zu kommen, als Stellungnahme oder als Haltung zeigen oder irgendwas. Also da wird ein 6-, 7-, 8-jähriges Mädchen oder Junge wird dann gefragt, ja, bezieh mal Stellung zu dem Ukraine-Konflikt, Russland, wie siehst denn du das? Wenn die meisten Erwachsenen es nicht kapieren, ja, aber dann die Kinder fragen. Und also es ist wirklich, naja, in diesem Sinne, liebe Leute, danke euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann gerne auch eine Unterstützung in finanzieller Form hier unten in der Beschreibung. Bankverbindung, Bitcoin, Stripe, Ko-fi. Das wären die Möglichkeiten. Ich danke euch, liebe Leute, und ich kann nur für mich jetzt sagen, ich beteilige mich nicht an dieser Hetze, an diesem, auch nicht an diesen Spekulationen, ja, weil ich weiß einfach nicht, was in der Ukraine und was in Russland, was da wirklich los ist. Ich kenne beide Länder nicht, war nie dort, kann denn nicht mal irgendwas erzählen aus eigener Erfahrung, nur irgendwas von jemand, der dort war oder über zweite, dritte, vierte Hand oder eben Bild aus dem Arsch, aus der Hand irgendwie, ja. Man möge mir verzeihen, dass ich bei den Bildreportagen und bei den anderen, die ich hier gezeigt habe, bei den Bildern und Berichten doch meine erheblichen Schwierigkeiten habe, dem noch zu folgen und das noch zu glauben. Ja? Und nochmal, wenn Sie Bilder hätten, dann würden Sie sie senden. Aber Sie senden Sachen von vor 6 Jahren oder versuchen irgendwie, dass der Reporter irgendwie dann eine Dramatik rein sich wünscht quasi, ja, in seine Reportage und seine Realität, die um ihn herum gerade passiert, die aber so überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was er erzählt. Oder dass Sie ein Computerspiel aufnehmen müssen und das einblenden und sagen, hier, das ist der Krieg. Also das kann ja nur Folgendes bedeuten. Entweder Sie haben keine Bilder, oder Sie haben keine Bilder, die Sie zeigen wollen. Oder die Bilder, Moment, Sie haben keine Bilder, Sie haben keine Bilder, die Sie zeigen wollen. Oder es gibt gar keine Bilder. Wer weiß. Ja? Also komisch bleibt's. Claudius hat das auch gestern, ganz vorgestern in der Ü gesagt. Der Hinweis ist auch nicht wirklich unwichtig. Wo sind eigentlich diese ganzen Handyaufnahmen von jeder, von jedem Oktoberfest gibt's oder was weiß ich, es gibt von jedem Event und gerade bei Krieg, das ist ja nichts Alltägliches, ist ja was ganz Besonderes, wertvolle Aufnahmen, gibt immer Smartphone-Aufnahmen und auch in Russland, in der Ukraine hat jeder ein Smartphone. Also wo sind diese Handy-Clips? Ja, irre. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Servus, Nahat.